Willkommen zu einer weiteren Folge Fußballmanager 20 mit der Karriere bei Dynamo Dresden. Wir konnten gegen Wien Wiesbaden 1-0 gewinnen und spielen jetzt im Videotext-Modus gegen den SV Sandhausen. Jeremy ist ein paar Tage verletzt, aber wir müssen die Rotation 1 Text nehmen. Das ist die hier. Wie lange ist der verletzt? Gucken wir mal. 5.5. passt. In Mitte der Woche ist er wieder fit, dann kann er auf der Ersatzbank bleiben. A-Union, zweite Mannschaft, Topspiel. Zweite Liga, Topspiel. Gegen Holstein Kiel, okay. Mannschaft der Woche. Raspopovic, mein Rechtsverteidiger. Der hat die Kopfplatzwunde, alles klar. Wir gehen jetzt erstmal eine Runde golfen. Damit wir endlich mal ein Handicap bekommen. Und ab in die Trainingswoche mit euch. Löwe hat sein Trainingsziel erreicht. So, Auswahl abgeschlossen, Schulungszentrum auf Level 5. Oder 4 jetzt? Egal. Könnt eh nichts mehr ausbauen. Von daher ist die Baumaßnahme für dieses Jahr ist ja beendet. Hatte ich ja letztes Video schon erzählt. So, Löwe hat sein Trainingsziel erreicht. Das ist doch schön. Kann er dann gleich weitermachen. Oh, dabei jetzt Flanken trainieren. So. Braver Junge. Trainiert jetzt Flanken. Jeremy ist wieder fit. Das ist ja schön für ihn. Okay. Und weiter geht's. Keine Platzreife beim Golfen. Wer will mich als Nationaltrainer haben? Island und Serbien. Aber ich möchte kein Nationaltrainer werden. Und jetzt? Hab genug mit Dresden zu tun. Dann kann ich mich nicht noch in der Nationalmannschaft aufhalten. So. Dann gucken wir mal. BVB 09 gegen Leipzig. Bayern. Kann den Titel verteidigen. Ja, so ist das. So ist das. So ist das. So, 741 zu 721 sollte ja mal reichen, denke ich mal. Hoffe ich. Videotext ist immer so eine Sache. So, Hinweis des Assistenten. Was kann der? Was ist der? Sawicki, der trainiert das, was ich ihm sage. Kann der Assistent erzählen, was er will. Hallo. So, der hat sein Trainingsziel erreicht. Fanartikel zur Markteinführung. Grechta hat sein Trainingsziel erreicht. Ja, schön für ihn. Trainingsziele. Grechta macht jetzt 75. Aber er trainiert ja dann Flanken. Die Flanken trainiert er. So. Wie gesagt, immer die schwachen Sachen zuerst nach oben. Jetzt kann man im Videotextmodus gegen Sandhausen spielen. Wir sind immer noch Vierter, 3 Punkte hinter Hannover. Die haben unser bestes Torverhältnis. Auch das noch. Okay, dann wollen wir mal. Gegen Sandhausen im Videotextmodus. Und weiter geht's. Ah, gucken wir mal. Wir spielen auswärts. 10. Minute 0-0. 20. Minute 0-0. 30. Minute 0-0. Halbzeit. 0-0 zur Halbzeit. Naja, gelbe Karte für Kone, das gefällt mir gar nicht, den wechseln wir mal sofort aus. Kommt der Jeremy rein, so. Wenn er jetzt schon die gelbe Karte sieht, dann wird er in der zweiten Halbzeit mindestens gelb-rot sehen. Das ist gelb-rot gefährdet. So. Let's go. Und weiter geht's. So, gucken wir mal. 60. Minute 0-0.
70. Minute 0-0. 0-1 für uns durch Jeremew. 80. Minute 0-1. Und 90. Minute Ende 0-1 gewonnen. Sehr gut. Wir sind immer noch Vierter, aber nur noch ein Punkt hinter Hannover. Wir haben 1-0 gewonnen. Und jetzt letztes Spiel ist 3D-Modus gegen, weiß ich gar nicht, muss mal gucken. Gegen VfL Osnabrück. Okay. Okay. Das war's dann wieder für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns morgen zum letzten Spiel in dieser Saison gegen Osnabrück im 3D-Modus. Bis morgen dann. Ciao.